Hallo Welt da draußen, willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve. Neben mir ist der sympathische Benny. Benny, danke. Es ist auch wichtig, dass man mit einer dramatischen Pause da lässt. Irgendwie, es könnte ja vielleicht Thomas sein. Wer weiß. Dein Name ist Benny. Wir haben heute für euch ein neues, tolles, kleines Game am Start. Es ist Flashwater. Was soll man dazu sagen? Wir drücken einfach Play. Und auf geht's. Und auf geht's. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du jetzt hier für... Was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, es ist Retro-Lookalike. Hard to believe this is the last time we're doing this, huh? Makes me wonder whether we'll be able to live any normal life after the stuff we've seen. Die Stimme ist auf jeden Fall sehr schön. Anyway, let's head on inside. It's getting cold. Wissen wir überhaupt, worum es da geht? Nee. Irgendwas, was wir das letzte Mal machen. Okay. Und das sieht so aus, als wenn wir irgendwie, keine Ahnung, einen Fisch lassen. I don't know what's to miss about what we do, but I'll miss it. Ja. Mhm. It's sad what the years did to this place. Ist das eine Schwimmhalle oder was? I used to come here with my sisters back in the day. Anyway, you know the drill. Let's clean up first and then we'll get to the cool part. To the cool part. Okay. I'll shut down the servers. Was für ein Server denn, Alter? Was? Also, im Schwimmbad, welcher Server? Sammel den Müll und reinige die Wände. Was ist denn das, Alter? Wie kann ich jetzt hier... Ach, zum Interagieren muss ich T drücken, okay? Okay. So kann ich jetzt hier... T-Button. Halte Schiff während des Rennens gedrückt, um zu sprinten. Okay, alles klar. Also ich bin... Hallo Elisabeth oder Chloe oder beide von euch. Aufgeregt wegen eurem letzten Tag. Ich weiß, dass es sein würde, größtenteils, weil ich weiß, dass ich nie einen letzten Tag haben werde. Aber es ist, wie es ist. Ich bin vorbeigekommen, um mein letztes Mal nach dem Rechten zu sehen. Und in dem Zustand, in dem die Lobby ist, könnte es nicht offensichtlicher sein, dass Menschen immer noch hierher kommen. Also räumt alles auf, bevor ihr geht. Was für ein fürchterlicher Satz ist das denn? Außerdem war eure Arbeit nicht weniger als ausgezeichnet und unsere geliebten Kunden haben ihre absolute Zufriedenheit ausgedrückt. Also vermasselt es nicht jetzt. Ihr seid fast raus. Für Glück, Marc, was ist denn das? Ist das Zwangsarbeit? Was haben wir hier? Unser letzter Tag, sind wir putzen oder was? Sind wir im Reinigungsservice? Kann ich, weil da ist eine Bananenschale, oder? Da so hinten. Kann ich aber nicht auf. Oh, da wollte ich. Ich bin in die Tür reingegangen, da wollte ich gar nicht rein. Verdammt, die Bananenschale. Mach das Licht an. Ist das eine Schildkröte? Ja, die ist eine Schildkröte, oder? Oh, Schildi! Kann ich mit dir irgendwas machen? Nee. Na, du kannst dir eine coole Maske aufsetzen halt und einer von den Turtles machen. Nennen sie Leonardo, Michelangelo, Donatello oder... Raphael. Raphael. Okay, also wir müssen anscheinend Müllsäcke einsammeln und sollen die hier in die Lobby bringen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Shutting down our servers, Liz. Okay. Grab a garbage bag, collect the trash and then wipe down the walls. Okay. Kannst du die Sprühflasche da nehmen? Ja, kann ich. Na dann fangen wir an, die Wände zu reinigen. Oh, komm, wir rennen ganz schnell hier hin. Geht es auch mit Tee? Oh Gott, das ist wirklich... Das ist unser letzter Tag. Irgendwie wird's... Okay. Kann ich auch den Müllsack hier nehmen? Garbage bag, collect the trash and... Ist das da oben nicht ein Müllsack? Na... Okay. Hey, guten Abend, Mutfisk. Guten Abend, Hallöchen. Was ist das denn? Also, okay, wir putzen jetzt die Wände. Also, wir sind anscheinend wirklich, Wir müssen erstmal sauber machen. Wir müssen erstmal... Erst muss die Lobby gereinigt werden. Ja, aber wie? Was soll ich denn jetzt noch machen? Kannst du das da aufnehmen? Was also, denn? Das ist... Ja, oh, perfekt. Ja. Perfekt. So. Na, dann kann ich doch jetzt bestimmt auch die Banane hier unten aufnehmen. Banane! Auf, jawohl! Banane. Was ist denn Banane? Oh, ein paar Dosen. Sehr gut. Leergut. So. Können wir die draußen hinstellen zu... Bring den Müll raus. Okay. Wo sollen wir den denn jetzt hinbringen? Oh. Na, das war jetzt aber auch, guck mal hier. Können wir zur anderen Seite gehen? Ja, warte mal, müssen wir den Müll eventuell hier in den Laster schmeißen? Nee. Naja, okay. Ja, hätte sein können, dass wir das mitnehmen sollen. Geh mal hier nochmal die Tür rein, bitte. Da hier, war die noch hier? Ja, da war noch ein Klecks an der Wand. Okay. Wish it! Was soll diese Schildkröte da? Was soll das? Ich weiß nicht, können wir die aufnehmen?
Nee, können wir nicht. Was macht so eine Schildkröte in so einem Schwimmbad? Was ist die Story überhaupt? Irgendwie klingt alles so, als wenn wir jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Zombie-Outbreak irgendwie, wir müssen irgendwo irgendwas herholen irgendwie. Oder das ist unsere letzte Mission und machen wir erstmal die Lobby sauber. Was ist los? Ich hab keine Ahnung, aber ist auch cool hier, nur besser als selber putzen ist, wem beim Putzen zuzuschauen. Das ist richtig. Ja, absolut. Okay, komm mal, wir gehen mal hier in den Raum. Da ist der Mülltonne, Ah ja, stimmt. Schnell weg hier. So, Müll abgesetzt, wunderbar. Ich finde es so geil, dass wenn du einfach ans Map-Ende kommst, wie... Genau. Ja, das ist halt großartig. Wow, you'd make a great maid. Dankeschön. I'll grab our shy friend and then we can enter the pool. Schüchternen Freund? Was? Und dann können wir in den Pool? Oh, okay. Pixelbusen! Was hat sie denn jetzt gefunden? Das ist unser schüchterner Freund. Was soll das? Was ist... Der lebt doch nicht mehr, oder? Oder bringt sie den jetzt zum... ne? Hier, zum Mülleimer. Die bringt ihn jetzt ja nicht wirklich... Nee, bringt sie nicht. Türen. Geh mal da rein, genau. Ah! Wo ist sie? Aha. Das scheint... It's a little dark in here, don't you think? Was macht sie denn? I might just have a solution for that, though. Why don't you go ahead and grab the chemicals from the change rooms while I set everything up? It's a yellow bottle. You can't really miss it. Okay. Eine gelbe Flasche. Da ist wieder was zum Lesen. Bitte, was? Ja, wunderbar. Wieder einmal hallo. Nur eine kurze Erinnerung, dass ihr den Strom im Kontrollraum ausschalten solltet, da das euer letzter Tag ist. Vergesst auch nicht, dass ihr nicht einfach am Pool vorbei zur anderen Seite laufen könnt. Dieser Ort wurde aus einem Grund geschlossen. Und zwar, weil das meiste der unteren Bereiche so schlecht gemacht ist, dass es droht einzustürzen. Was immer ihr die letzten Male benutzt habt, um über den Pool zu kommen, benutzt es wieder. Falls es das Sofa, das ich hier sehe, war schön. Also einfach, wir haben 120.000 Kommas und die müssen da rein. Dann hat die Person, die diese Kreation zusammengebaut hat, definitiv einen Bonus verdient. Nochmal viel Glück, Mark. So, wir sollten jetzt, was sollten wir jetzt holen? Eine gelbe Pulle. Genau, wir sollten eine gelbe Schiebe kalt. Was macht sie da? Ich weiß nicht, macht sie Wiederbelebung? Hat jemand in die Tür da drin? Welche? Schön, dass ich die Tür zeige, was für ein Schatten. Geh mal in die Tür. Genau, richtig. Okay. Ah, wir haben wieder was. Oh, was ist das? Eine Pistole? Oh, eine Pistole, wir haben eine Pistole. Klar, jetzt ist schon mal. Findet man eine Pistole, klar. Ja, dann könnten auch einfach tollwütige Schildkröten auf uns zukommen, wie wir schon im Nebenraum festgestellt haben. Und ein neuer Brief. Ich freue mich. Stopp! Schade. Ich wollte eine Wette machen, wie viele Kommas diesmal drin sind. Ach, fast vergessen. Da Teethy jetzt größer denn je ist. Teethy ist jetzt größer denn je? Haha. Dachte ich lasse euch beiden eine Knarre hier. Nur falls Dinge bergab gehen. Ihr müsst sie nicht zurückbringen, nachdem ihr fertig seid. Seht es als Abschiedsgeschenk von mir. Wer ist zur Hölle Teethy? Und warum ist er größer als je? Was ist in diesem Pool? Ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, ob ich das wissen möchte. So, wir sollen eine gelbe Chemikalie holen. Ich sehe da drei gelbe Chemikalien stehen, oder was? Das ist ja wunderbar, Alter. Ich hab keine Ahnung. Welches Gelb nehmen wir? Ja, nimm die linke. Oh, nee, warte. Wir lassen den Chat entscheiden. Oh, ja, genau. Chat, entscheidet mal. Wir sehen hier drei Chemikalien vor uns. Eine gelbe und eine gelbe. Wir sollen die gelbe Chemikalien mitbringen. Welche der gelben Chemikalien soll man denn nehmen? Eine gelbe. Ich finde die Aufzählung schön von dir. Jetzt bitte schreibt nicht die gelbe. Das war schön. Wir können ja sagen, das hier ist die 1, das da ist die 2 und das wäre die 3. Also dann könnt ihr in den Chat einfach reinschreiben, 1, 2 oder 3. 2 für gelb oder 3 für gelb. Was mich noch interessieren würde ist, könnte man jetzt die Spinde hier irgendwie öffnen? Die dunkelgelbe. Die dunkelgelbe? Das finde ich schön. Okay, für mich persönlich wäre die dunkelgelbe okay. Die rechte, ne? Ich bin die für die senfgelbe. Senfgelb finde ich auch geil. Also die 3. Die 3. Okay, gut. Chat hat sich entschieden. Wir nehmen die 3. Die 3. Wir nehmen gelb Nummer 3. Chemikalien hinzugefügt. Sag mal, das, was da oben drauf liegt, kannst du das nehmen? Auf dem, ich zeig schon wieder auf, was wenn. Ja, ich weiß aber, was mit der Maus. Mit der Maus kannst du da. Nee. Mit der Maus? Kannst du mit der Maus überhaupt umgehen? Achso, mit der Maus, ja. Ich kann zwar den Mauszeiger, aber ich kann.
Wenn ich klicke, passiert nichts. Warte mal, kann ich eigentlich, wenn ich hier hinklicke, geht das? Nee, geht auch nicht. Kannst du Licht an- und ausmachen? Ja, Licht können wir an- und ausmachen. Hier, guck mal, wir können dunkel machen. Ah. Und wieder an. Na gut, okay, alles klar. Gut, dann gehen wir aber erstmal raus. Oh. All done. Okay, was hat sie denn gemacht? Eine Besenbegung. Steig auf, lass uns rübergehen. Our job would be so much easier if the sides of the pool weren't always about to collapse. Während du, um die Couch zu kontrollieren, die hat uns ein Boot gebaut mit der Couch. Ne, die ganze Zeit schon, ne? Das Ding stand halt da. Oh, geil! Der Move! Kommt jetzt irgendwo, oder eigentlich müsste man... Der weiße Hai. Wir sollen erstmal rüber und werden dann den Typen, den wir hier haben, anscheinend rüberbringen. Okay, wir sind... Okay. Kann ich eigentlich springen? Nee, kann ich nicht. Platsch. Die Wurzeln zu Koch. Wie? Ist ernsthaft? Dann passt ja Senfgelb, okay. Finde ich perfekt. Warte, was passiert hier? Liz, what did you do? Oh, for the love of God, you can't even bring the right chemicals? You don't exactly find corpses laying around in the street. This is what happens when you get paired with a mute moron. I should have never accepted this gig. I'm sorry, Liz. It's just that this job's hard as it is, and your condition hasn't made it any easier. There. I said it. What happened here? You know what? Let's just head back and hope they'll understand our little accident. Haben wir hier irgendwie jemanden? Don't forget to turn off the power first, though. Zu fressen? Toller Satz gerade. Jetzt nimmt sie den wieder mit! Warum sollen wir denn jetzt... Nö, ich gehe jetzt erstmal nicht zurück. Ich gucke mir das erstmal hier an. Oh Gott. Kann man jetzt Strom an oder aus? Okay, jetzt haben wir Strom. Nein. Mach, ja, wir sollten ja nicht Strom ausschalten. Ach so? Okay, und jetzt wieder zurück oder wie oder was? Oder warum? Ich find diesen Move geil. Und jetzt surft sie ein. Klatsch, fallen gelassen. Ach so, ja, klar. Entdeckt ja keiner. You're not up to date with the news, are you? You haven't heard of that other team that was discharged because they left a single shoe where they worked? I changed my mind. I don't think they'll let it slide. The satisfaction of the customers has always... Ich schieß zuerst, so Fräulein. Ich hab jetzt ganz schnell... Ich hab ganz schnell R gedrückt. Was soll ich nicht machen? Hier, schieß mich doch danach her. Ja, na, alles richtig gemacht. Wir haben verlassen. Wir sollen uns verpissen. Okay. Dann surfen wir wieder auf der Welle zurück. Ja, okay. Also wir sind halt einer von mehreren Teams, die anscheinend da ständig irgendwie Leichen bringen, damit Teethy was zu fressen kriegt oder was? Anscheinend? Also, okay. Oder? Vor allem, diese. Was hat denn jetzt das gelbe Gewürz da gemacht? Ich meine, einfach dann verkohlt. Ja, die Chemikalie. Ja, vielleicht sollte man vorher irgendwie, keine Ahnung, einen Curry einreiben oder was? Ich weiß ja doch auch nicht. Vielleicht wollte sie keinen Senf, ich weiß nicht. So, kann ich jetzt hier einfach einsteigen und sagen, auf Wiedersehen? Kannst du? Ja. Ja, und? Okay. Was tun wir? Und? Was passiert jetzt? Haupttierende. Ah, okay. Alles klar. Ja, gut, das war anscheinend Flash Water. Wie auch schon der Vorgänger hatte, He Need This Medicine. Plop! Oben kommt mal kurz ein Link zu dem Video. Auch mehrere Enden, je nachdem, was du halt benutzt hast. Das heißt, hätten wir jetzt eine andere Chemikalie eventuell benutzt, hätten wir denn was anderes? Ich gehe von aus, wir hätten dann wahrscheinlich ein anderes Ergebnis gehabt. Also vielleicht wäre die Leiche nicht so verkohlt und vielleicht wäre sie auch wiederbelebt worden oder okay. So. Okay, Chat,
Wollt ihr jetzt nochmal kurz, dass wir das nochmal schnell probieren? Ja! Hier wird ja geschrieben, wir müssen es nochmal. Also Leute, mal kommen, wir haben nochmal Bock, was sauber zu machen hier. Ja, solange es nicht auch ca. 187 Enden hat, denn gerne. Genau. Na gut, komm, dann machen wir noch eine zweite Runde. Dann hängen wir noch eine hinten ran. Okay, der Chat kann jetzt schon mal sich überlegen, welche Chemikalie wir diesmal nehmen. Welches Senfglas darf es denn diesmal sein? Eins für gelb, zwei für gelb. Ich denke mal, das dritte lassen wir jetzt außen vor. Hard to believe. Hellgelb wird hier gerade geschrieben. Hellgelb, okay. Ich glaube, das wäre ja dann das Ding, glaube ich, in der Mitte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mich würde mal interessieren, von wegen können wir denn mehr als eine Chemikalie aufnehmen? Also wir nehmen erstmal vorsichtshalber natürlich die Waffe, ganz klar. So. Und warte. Nach Herrn Junger heißt es ja hellgelb, die am dunkelsten, am hellsten leuchtet, ne? Meine Wortwahl ist heute wieder on point. Also gehe ich jetzt mal von aus, nehmen wir das in der Mitte. In the middle, ne? Hellgelb wurde verlangt und genau, das wird am dunkelsten, am hellsten im dunkelsten leuchtet. Denn sind wir bei der Mitte. Dann nehme ich die jetzt mal und ich probiere dennoch mal auch die hier noch aufzunehmen, zusätzlich. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich nicht gehen, oder? Nein. Ich höre da panische Tasten klicken. Es sagt mir nein. Tada. Tada. All done. Ich mag die Stimme von Hop ihr. On. Ich finde die echt, let's ich finde die cool. Gefällt mir. Die findest du wieder angenehm, ja? Our job would be so much easier if the sides of the pool so leicht angerautet in der Stimme. So. Finde ich schön. Hör gerne so was. Mag Frauen Stimmen nicht, die so hoch sind. Ist auch schön. Ich sehe schon den dritten Durchlauf. Das wird das auch nochmal wahrscheinlich. Komplettist. So, bitte Überfahrmusik. Stevie, bitte. Love boat, dun-dun-dun, soon will be making it on the run. Love boat. Oh, schön. So, wir sind da. Jetzt schauen wir mal, was passiert mit Captain Schrimpo. So, wir sollen ihn ja dann wieder würzen. Was wäre aber, was wäre, wenn wir ja nicht würzen? Ich glaube, das, ich weiß nicht, also ich glaube, wir kommen nicht weiter. Jemand auf die Couch? Achso, auf wen? Können wir mit wissen? Ja. Das können wir machen. Wir könnten sie. Na komm, wir machen jetzt erstmal noch den okay. Den Hellsenf. Genau. Hellsenf. So, schön. Was passiert jetzt mit ihm? Job well done, sis. Oh, okay. Let's turn the power off here and then we'll go back. Okay. Sehr gut. Der Chat hat perfekt entschieden. Es war hellgelb. Warum nimmt sie ihn wieder mit? Ja, ich gehe von aus, wir haben ihn jetzt gewürzt. Ne? Hat sie ja selber gesagt. Und wir werden ihn jetzt wahrscheinlich im Wasser, so wie vorhin auch mit der verkohlten Geschichte, einfach wieder irgendwie runterschmeißen. Aber sind wir jetzt extra nur zum Strom ausschalten dahin gedüst? Weil würde ich so sehen, ja. Hätten sie ihn auch drüben können. Das stimmt. Aber. Jetzt bin ich gespannt, was sie gleich wieder macht. Ob sie, Liz, jetzt. Ja? Do you hear that? Was denn? LOL! Wo kommt der denn her? Oh, nice. Oh, schön. Okay. Schön. Verschlungenes Ende. Okay. Dann nehmen wir jetzt also Mittelgelb. Genau. Dann gucken wir mal. Was passiert denn mit unserem Freund, den wir denn würzen? So Timmy, du weißt gleich, ne? Wieder? Oh ja, warte mal. Der Chat erwartet was Schönes. Ich überlege gerade tatsächlich irgendwie. Okay, so lange warte ich jetzt dann auch, bis du eine schöne Melodie hast. Ganz so einfach. Ja, Chat, gib mir mal kurz hier, gib mir mal einen Titanic, Tipp, bitte, guck mal. Titanic. Finde ich sehr genau, gut. Genau. Okay, gut. So. Wherever you are, I believe when Vater geht die Text kennt, Mr. Hin. So, ne, und alle so dastehen hoffentlich, mit gespreizten Armen. Ach, ist das schön. Ja, so, meine genau, Nachbarn so denken jetzt auch wieder. Oh Gott, was der Freak da oben schon wieder. So, hab ich das Ding. Vor allem, du musst
dir noch eine Melodie zumindest ausdenken für den vierten Lauf. Wie soll ich denn das Tod singen, ey? Job well done, sis. Right, go from techno. Just turn the power off here and then we'll go back. Okay. Also, Strom aus. Rein hier. Das Boot, ey, schön. Weiter höher skalieren kann ich jetzt ehrlich. Und Fischi Fischi. Kommen wir jetzt raus alle und überleben? Escape. Nein, wie geil, schön. Wir haben die Schicht beendet. Ey, cool. Mutti FSK, hab's gefühlt. Ja, das hoffe ich auch. Hab alle trainiert an Emotions, was ich hier habe. Ja, cool. Ah, nice. Sag mal, mega. Ding. Ja, und jetzt würde ich einfach nochmal die erste Pulle nehmen. Sicheres Ende. Sicheres Ende. Safe. Ist auch schön. Sicheres Ende. Die erste, die wir genommen haben. Und ich würde diesmal die Waffe mit Absicht nicht mitnehmen, damit sie mich erschießt. Um dann zu gucken, was dann passiert. Verfüttert sie mich? Sie rastet aber auch richtig aus. Sorry, Liz. Ja, wenn dein Leben davon abhängt. Wie gesagt, das kommt mir nicht wie eine normale Putzfirma vor. Ja, ich mach jetzt den Strom aus. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn du mich umbringst. Warte. Mir ist noch ein beschissener Teil. Oh, und dann? Ich hab einen Knall! Rotes Gummiboot! Mit diesem Gummiboot! Fahr ich ihn aus! Ach, schön. Ja, ich glaube, im Originalvideo bei YouTube werden wir wahrscheinlich news, die Ariel-Nummer wegen GEMA wirklich üben müssen. Schauen wir mal. Clap, clap in den Chat, siehste? I changed my mind. I don't think they'll let it slide. The satisfaction of the customers has always been more important than any of us. Okay. This isn't some good gone bad type of shit, Liz. We were always terrible people. I mean, for logic's sake, look at what we do. We literally drive corpses around for a living. And the corpse we wasted because of you must be replaced. Must be replaced. Okay. Was ist denn mit uns, oder wie? Wie fies! Ich würde jetzt feiern, wenn der Fisch einfach sie jetzt auch noch wegschnabuliert. Okay, wir gehen jetzt einfach runter. Sinking deeper and deeper. Aber wir sind doch gar nicht richtig gewürzt. Das interessiert Glück nicht. Das geht jetzt hier. Beuteende. Pray. Ja, nice. Okay, das waren alle vier Enden von Flashwater. Interessant. Interessantes Spiel, interessante Enden. Tatsächlich fand ich die Story, wenn man es denn jetzt bitte so nennen möchte, recht cool irgendwie. Also macht tatsächlich Lust auf mehr. Man will mehr wissen. So geht es mir dann immer so ein bisschen irgendwie. Gepo. Hat er gut gemacht, der Junge. Wenn ihr Bock habt, irgendwie mehr von Gepo zu sehen irgendwie, denn und denkt dran, ne? Immer wenn ihr irgendwie hört, müsst ihr trinken. Denn besucht seine Seite, wir hauen es unten in die Kommentare und unterstützt den Dude, damit er vielleicht noch andere coole Games macht, die wir hier auf dem Kanal bringen können, ihr Lieben. Benny. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, aber hauptsächlich eigentlich, dass der Stevie gesungen hat. Das hat mir am meisten gefallen. Und wenn ihr weitere Projekte in solcher Art und Weise sehen wollt, schaltet einfach wieder beim nächsten Mal ein. Und wir sagen Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Namaste, Freunde. Ciao.